Ja, herzlich willkommen zum nächsten Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Und ich werde mir einen Kommentar unter den Videos zu Herzen nehmen und jetzt schon wieder während des Spiels auch kommentieren. Mal sehen, was mir dann am Ende, am Schluss eher zusagt. Bin ich sehr gespannt. Doch jetzt erstmal steigen wir ein mit der nächsten Szene. Ich bin gespannt, an welcher Stelle wir wieder ins Spiel kommen. Ja, das ist Kara, Luther und Alice hier zusammen mit Wir Rose. haben in der ganzen Stadt Razzien durchgeführt. Alle sind nervös nach dem, was gestern passiert ist. Und die Lage Alles wird gut. eskaliert hier im Wesentlichen Wir sind fast da. bereits. Und wir sind noch nicht sehr viel weiter an der Grenze. Aber wir haben gesehen, dass die Beziehung zwischen Kara, Luther und Alice sich sehr stabilisiert und wir hier eine kleine Familie vor uns sehen. Jetzt versuche ich hier mal, was ich hier noch machen kann. Ah. Play Media. Mit der Übergabe der Androiden an die zuständigen Behörden wird das Land zu einem Stillstand kommen. Krankenhäuser und Schulen werden schließen. Es wird mit Wassermangel, Blackouts und Netzwerkausfällen gerechnet. Das vermutlich beunruhigendste ist, dass unsere bewaffneten Streitkräfte 2/3 ihrer Truppen verloren. Wie wäre es jetzt mit etwas Musik? Naja, kann man machen, aber die Informationen hätten mich schon noch gereizt. Also offensichtlich haben wir jetzt hier eine Situation, in der alle Androiden zusammen gepfercht werden und aus dem öffentlichen Leben entfernt werden. Und haben gerade an der Straße eine Exekution eines Androiden gesehen, der sich auf der Straße aufgehalten hat. Also das wird hier langsam kreuzgefährlich. Wo bringt Rose uns jetzt hin? Ein Stück weiter da lang liegt ein großer Frachter namens Jericho. Wenn ihr dort seid, sucht Marcus. Er wird euch helfen. Der letzte Bus zur Grenze fährt um Mitternacht. Ihr müsst ihn unbedingt erreichen. Auf der anderen Seite seid ihr sicherer. Es ist nicht viel. Aber es ist ein Anfang. Mein Bruder wohnt in Ontario. Das ist seine Adresse. Er wird euch verstecken, bis sich alles beruhigt. Du bist ein sehr tapferes Mädchen, Alice. Du verdienst, glücklich zu sein. Vielen Dank für alles, Rose. Lasst mich wissen, wenn ihr drüben seid, okay? Kleines Detail am Rande. Man sieht die Ausatemluft bei Rose natürlich. Und seid vorsichtig. In der Kälte. Bei Alice nicht. Ja, pass auf sie auf. Auch bei Kara und Luther natürlich nicht. Sehr schönes Detail hier. Na los, Leute. Und ob ich sie nochmal wiedersehe. Rose, die gute Seele. Gut. Wir müssen einen Bus kriegen. Finde Jericho. Da ist der Tango. Hui. Ja, Connor hat sich mit Informationen versorgt und auch er findet jetzt den Weg nach Jericho. Genau auf demselben Weg, wie ihn Marcus gefunden hat. Nachdem wir jetzt zuletzt die Asservatenkammer untersucht haben. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, zu welchem Zweck er dort ist. Jedenfalls hat er sich anders gekleidet. Und er ist ohne Hank unterwegs. Sehr viel Walking sind jetzt hier wieder. Ich hoffe, dass ich mich richtig entschieden habe. Okay.
Androiden Headquarter hier. Und das Ganze, die Parallelen zu Zion in Matrix werden immer offensichtlicher. Zurückziehen, was den Weg für die russische Armee freimachte. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Okay. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz zum Status der Arktis. In jedem Fall scheint die Gefahr eines dritten Weltkriegs für den Moment gebannt zu sein. Ja, das ist doch wenigstens etwas. Aber was man auch gesehen hat, dass die öffentliche Meinung auf unserer Seite ist. Also auf Seite der Androiden. Ich falle hier schon selbst auf die Narrative des Spiels ein. Okay, suche einmal einen Platz für Alice. Ja, wir halten mit aller Macht fest an dem Glauben, dass Alice ein Mädchen sei. Aber vielleicht gibt es ja Spieler, die bisher noch nicht gesehen haben, dass Alice ein Android ist. Das kann ich mir auch schlechterdings nicht vorstellen. Die Anzeichen sind zu offensichtlich. Aber, um das vielleicht auch mal so zu sagen... Wie geht's dir? Mir ist heiß und kalt gleichzeitig. Vielleicht geht es nicht darum, aufzudecken, dass Alice ein Android ist, sondern vielleicht geht es darum zu erkennen, dass Kara Mensch sein möchte. Bleib bei ihr. Also, ich such diesen es Max. Vollkommen irrelevant ist, der letzte Bus fährt in zwei Stunden, welchen Status Alice hat. Auf der anderen Seite der Stadt. Wir haben nicht viel Zeit. Wir werden gehen, sobald wir Pässe haben. Kara, ich muss dir etwas sagen. Es geht um Alice. Im Bus haben wir Zeit zum Reden. Sie verdrängt. Bin gleich zurück. Bleib bei Alice. Aber wenigstens konsequent. Okay. Ja, was wird das jetzt hier? Wird das jetzt hier? Konfrontation mit... ...aller Militärandroiden mussten sich die amerikanischen Streitkräfte aus der Arktis zurückziehen, was den... Sie könnte mich erkennen, das stimmt. Doch mehreren Quellen zufolge zogen sich auch die russischen Truppen seltsamerweise zurück. Der Kreml hat noch keinen Kommentar abgegeben. Doch es ist gut möglich, dass die russische Armee mit einer ganz ähnlichen Androidenkrise konfrontiert ist. Der UN-Generalsekretär Douglas Cornwell forderte die Ansetzung einer internationalen Konferenz. So, wo ist Marcus? Ja, also noch ist unklar, was Connor hier eigentlich macht. Also ich habe ihn jetzt konsequent in Richtung Abweichler getrimmt. Ich hoffe, dass mir das Spiel die Option lässt, Abweichler zu werden. Verhalte dich unauffällig. Schau mal. Körperteile reproduziert. Du bist verwirrt. Oh. Du bist auf einer Suche. Der Suche nach dir selbst. Ja gut. Das Orakel zumindest lässt den Weg offen. So, finde Marcus. Sie ist jetzt auch nicht schlau. Gut, dann gehen wir mal dahinter zum... Wir müssen die Schweine umbringen. Die Behörden verlangen eine sofortige Aufsicht. Alle Androiden an das nächste Polizeirevier ohne die nächste Linie. Das sind recht viele Androiden. Da ist Marcus. Wählen Sie die Nummer auf Ihrem Bildschirm, damit die Behörden Ihren Androiden persönlich abholen. Bist du Marcus? Ich bin mit einem Mädchen und einem Androiden hier.
In weniger als 2 Stunden fährt ein Bus Richtung Grenze und wir brauchen Pässe. Nein, in Detroit ist Ausgangssperre. Überall sind Soldaten, sie greifen alle Androiden auf und bringen sie in Lager. Ihr solltet eine Weile hierbleiben. Vielleicht hast du recht. Es könnte sicherer sein, hier abzuwarten. Einer von uns war früher im Außenministerium. Er hat elektronische Pässe, die er schnell bearbeiten kann. Er wird euch welche geben. Danke. Du sagst, du hast ein Mädchen dabei, ja? Du weißt, die Menschen hassen uns. Warum beschützt du es? Sie braucht mich. Und du brauchst sie. Ich brauche sie. Genau, das ist der Punkt. So einfach ist das. Das ist der Punkt, Kara. Das halte ich nicht für sehr glaubwürdig. Da haben wir die, genau, da haben wir die Broschüre, die in Tods Haus heruntergefallen ist. Du wusstest es von Anfang an. Du wolltest es nur nicht sehen. Sie wollte eine Mutter und du wolltest dich um jemanden kümmern. Ihr brauchtet einander. Ach, Luther. Welchen Unterschied macht das? Liebst du sie jetzt weniger, weil sie eine von uns ist? Alice liebt dich, Kara. Sie liebt dich mehr als alles andere auf der Welt. Sie wurde das Mädchen, das du wolltest, und du die Mutter, die sie brauchte. Zu vergessen, wer man ist, um dann zu werden, was jemand braucht. Vielleicht ist das der Sinn des Lebens. Wie viele von euch werden in Kanada ankommen? Ach, ich will es nicht sehen. Ich will es einfach nicht sehen. Ah. Okay. Also wird hier tatsächlich als Verdrängung auserzählt. Was ich jetzt nicht zwingend sehr plausibel finde. Aber egal, so ist das Spiel. Das hätte man ein bisschen geschickter machen können. Kara, stimmt irgendwas nicht? Zusammen, stimmt's, Kara? Ja. Sag doch sowas nicht. Für immer. Ich wünsche mir so, dass es gut geht. Ich weiß, die großen Dramen. Ach, und Luther. Die großen Dramen sind natürlich die wichtigen Erzählungen, an die man glaubt und an die, mit denen, an denen man dranbleibt, die in Erinnerung bleiben. Aber so ein Happy End nach all dem Elend wäre auch nicht verkehrt für die drei. North, Simon, Marcus. Wir brauchen blaues Blut und Biokomponenten. Josh. Die Verwundeten schalten sich ab und wir können nichts tun. Präsidentin Warren sagt, wir sind eine Bedrohung der nationalen Sicherheit und müssen zerstört werden. In allen größeren Städten gibt es Razzien. Sie bringen alle Androiden in Lager und zerstören sie. Es ist ein Desaster. Sie schlachten unser Volk ab. Das ist unsere Schuld. Das wäre nie passiert, wenn wir ruhig geblieben wären.
entschlossen und gerecht. Sie töten uns. Nichts wird das je rechtfertigen. Was bringt es, frei zu sein, wenn niemand mehr am Leben ist? Das war doch dein Punkt, Josh. Die Menschen versklavten uns. Ich bereue niemals, gekämpft zu haben. Wir sollten nicht vergessen, wer unsere Feinde sind. Kämpft nicht untereinander. Er hat recht. Jetzt ist nur wichtig, was wir als nächstes tun. Marcus? Hoi. Dialog. Dialog. Das ist der einzige Weg. Das passt ja wieder nicht. Ach. Mal das Gespräch. Tu das nicht, Marcus. Sie töten dich. Vielleicht. Aber North, ich muss es versuchen. Wenn ich nicht wiederkomme, haltet euch erstmal bedeckt. Komm einfach zurück. Simon ist die Seele der Gemeinschaft. Sie müssen begreifen, wie sehr sie uns verletzen. Finde die richtigen Worte, dann hören sie zu. Und North, was ist mit ihr? Nachdenklich schon. Sie schlachten sich gegenseitig seit Jahrhunderten ab wegen ihrer Hautfarbe oder wegen irgendwelcher Götter. Sie werden sich nicht ändern. Gewalt liegt in ihren Genen. Sie können die Dinge nicht aufhalten. Seit du hier bist, hast du uns Hoffnung gegeben. Mir Hoffnung gegeben. Heute kam ein Abweichler nach Jericho und sagte, er habe einen Laster mit radioaktivem Kobalt geklaut. Er sagte, er habe ihn irgendwo in Detroit stehen lassen und wolle ihn in die Luft sprengen. Ich bat ihn, es nicht zu tun und mir den Zünder zu geben. Krass. Eine schmutzige Bombe. Wir dürfen nicht verlieren, Marcus. Wenn die Menschen uns bezwingen, wird unser Volk für immer ausgelöscht. Das hier könnte die letzte Chance sein, wenn alles schief geht. Und wie funktionieren deine Sensoren? In dem radioaktiven Fallout? Wir sollten nicht wie sie werden, North. Wir erreichen die Freiheit mit anderen Mitteln. Aber nimm ihr das Ding bitte ab. Ich hoffe, du hast recht. Nimm ihr den Zünder ab. Bitte, bitte, bitte. Was immer morgen passiert. Du sollst wissen, dass sich... Froh bin ich zu kennen. Da bin ich ja sehr froh, dass sich die Option jetzt doch noch ergibt, obwohl wir beide natürlich darauf zugelaufen sind. Ich gehe zu den anderen. Es ist eine sehr schöne Entwicklung. Aber bitte nimm ihr den Zünder ab. Bitte, bitte, bitte. Pass auf dich auf. Ich will dich nicht verlieren. Himmels Willen. Also das würde mich echt interessieren, ob das Spiel diese Option auserzählt. Also... Wir sprengen mal Detroit. Vielleicht im Zusammenhang mit einer Revolution, mit einem revolutionären Hintergrund, wenn man North gefolgt wäre. Oh, Connor. Bericht. Gut gemacht, Connor. Du hast Jericho gefunden und ihren Anführer aufgespürt. Jetzt kümmere dich um Marcus. Wir brauchen ihn lebend. Das ist natürlich beängstigend. Also wenn es immer die Möglichkeit zur Intervention gibt. Ich soll dich lebendig abliefern. Aber ich werde sofort schießen, wenn du mich dazu zwingst. Was soll denn das? Du bist einer von uns.
Du kannst doch dein Volk nicht verraten. Du kommst jetzt mit! Du bist Connor, nicht wahr? Der berühmte Abweichlerjäger. Tja, herzlichen Glückwunsch. Du hast wohl gefunden, was du gesucht hast. Für sie bist du nichts. Du bist nur ein Werkzeug für ihre Drecksarbeit. Aber du bist mehr als das. Wir alle sind mehr als das. Das zweite Mal, dass Connor die Möglichkeit hat, nichts zu sagen. Hast du denn nie irgendwelche Zweifel? Ja. Hast du nie etwas Irrationales getan? Als ob da etwas in dir wäre? Vielleicht mehr als dein Programm. Hast du dich nie gefragt, wer du wirklich bist? Bist du nur eine Maschine, die ein Programm ausführt, oder ein lebendes Wesen, das Verstand hat? Ich glaube, es ist an der Zeit, dass du dir diese Frage stellst. Ist schon längst passiert, Marcus. Entscheide dich jetzt. Ich werde Abweichler. Da habe ich sehr drauf gewartet. Da habe ich wirklich sehr drauf gewartet. Da ist meine ehemalige Anweisung. Halte Marcus auf. Und ich ignoriere es. Ein letztes Lebewohl zu Amanda. Sie werden Jericho angreifen. Was? Ja, das ist jetzt natürlich die logische Konsequenz. Daraus, dass Amanda weiß, wo Connor ist. Was ist los, Kara? Schnell, wir müssen hier verschwinden. Kara hat auch die Intuition zu gehen. Ja gut, die gehen ja mit voller Hand. Militär, Panzer und das FBI. Perkins. Ratten in der Falle. Schnell, Kara! Sie kommen! Raus, 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 raus. Komm, lauf! Los, Männer! Schnell! Hier lang. Weiter vorn muss ein Ausgang sein. Hier rein, schnell! Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Verdammt. Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht. Wir wurden getrennt. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen. Komm. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Zeit für Helden. North. Das hast du doch die ganze Zeit gewollt. Jetzt ist sie kommen. Jetzt kann sie nicht. Da sie ihn dann doch liebt. Ja, hoffentlich geht es gut. Ich sehe mich hier schon im Quicktime-Event chartern. Okay. Oh Gott, oh Gott. Sie schafft es nicht. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus.
Gott, Teile gesichtet. Er bitte Befehler. Lass sie nicht entkommen. Wenn sie euch irgendwie Ärger machen, erschießt sie. Bestätige wird gemacht. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Wir helfen ihm. Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommen. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komm klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Lusa. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Ja, hoffentlich sehe ich dich wieder, Lusa. Nicht auf. Wir sind tot, wenn wir aufmachen. Ich mach nicht auf. Das war zu viel verlangt. Mag falsch gewesen sein, aber das war zu viel. Wir konnten nichts tun. Wir müssen los. Ach nee. Was machen können. Ja, verpasst. Eingreifen. Josh könnte sich auch mal bewegen, hey. Schnell, hier lang! Such North, ich komme nach. Ein Ausgang! Geschafft, Alice! Und jetzt lauf, 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 lauf. Lutschen, komm. Runter! Beweg dich nicht.
Mann. Oh. Ich hab's nicht ausgehalten. Los, so. Au. Wäre noch am Leben, wenn ich mich nicht bewegt hätte. Das probiere ich in dem Nachgang, wenn ich die Kapitel nochmal separat und wähle nochmal aus. Das finde ich nicht gut. Ich hätte es gern zusammen über die Grenze gebracht. Okay. Markus ist am Zünder. Keine Bewegung! Geh zu den anderen! Die sind doch bestimmt so mit Technik vollgestopft, dass sofort eine Zentraleinheit gemeldet wird. Mann, das sind es viele. Dass eine Zentraleinheit gemeldet wird, sobald hier gekämpft, geschossen oder irgendwas wird. Das ist nicht so ganz plausibel, aber folgte dem klassischen Actionfilm und Heldenszenario. Okay, Markus hat den Zünder jetzt aktiviert. Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Wir sind alle noch zusammen. Und lauf, komm, lauf, lauf, lauf. Quicktime. Nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Hol sie natürlich. Sowohl Markus als auch Connor verstößen freilich gegen die Robotergesetze und töten Menschen. Ist übrigens hier das erste Mal, dass sie das tun, um sich selbst zu schützen. Und 1, 2, 3, 4, alle raus. Ah. Was für ein Höllenritt. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Was für eine Mission. Connor am Scheideweg. Ja, das trifft es, glaube ich, ziemlich ganz gut. Oh, Kara. Kara und Markus. Ah, das schaue ich mir jetzt nicht alles durch. Na, ah, aber alle sind geflohen, ja. Mit allen Leuten ist Markus geflohen. Wäre toll, dass wir das geschafft haben irgendwie. Und Simon, George North und Connor. Ja, das, ich glaube, das hätte schlechter laufen können, wenn das Spiel hier das explizit drauf anlegt. Und intuitiv scheine ich mich richtig entschieden zu haben.
Und habe auch nicht so viele Fehler gemacht. Jetzt schauen wir uns noch Connor schnell an. Oh, da haben wir relativ wenig gesehen. Und einen Sprengstoff gefunden. Wir haben Lucy getroffen. Wir sind Abweichler geworden. Und, hui, da haben wir nicht, da haben wir aber viel nicht gesehen. Okay. Jetzt schauen wir noch Kara schnell an. Wir reichen, mich interessiert jetzt vor allen Dingen Luther noch zum Schluss. Was da ist. Wir helfen Luther. Tür verschlossen lassen. Ja. Ach, damit muss ich leben. Wir fliehen. So, wie geht's hier weiter? Schießen auf die Menge. Stellen uns tot. Das passt noch. Die Soldaten kommen näher. Und... Ah, es hätte beides dazu führen können, dass Luther stirbt. Aber ich hätte mich auch totstellen können. Und dann hätte Luther vielleicht überlebt. Ja, das ist ein Punkt, den würde ich gerne nochmal spielen. Also, nachdem ich das Spiel beendet habe. Denn wegen so einer singulären Entscheidung hier in der Stresssituation, die mal gut gehen kann und mal nicht, mit einer 50-50-Chance verliere ich hier einen Charakter, der mir sehr wichtig ist. Und das würde ich ganz ungern auf mir sitzen lassen. Ja, was jetzt man jetzt hier gesehen hat, das war eine deutlich actionlastigere Sequenz als die Sequenzen, die wir jetzt zum Schluss gespielt haben. Zwar auch mit Dialoganteilen, die einiges offenbaren. Im Zentrum stehen natürlich die Dialoge zwischen Kara und Marcus, Kara und Luther über Alice und zwischen Connor und Marcus, die hier einiges davon preisgeben, wie die Konzeptualisierung von Mensch und Maschine auf dieser Seite gedacht wird. Auch interessant die Schnittstelle oder das Band zu Amanda, das hier schlussendlich komplett durchschnitten wird. Und dass Connor Abweichler wird, auf das wir die ganze Zeit zugearbeitet haben, sorgt sofort dafür, dass hier militärisch interveniert wird. Ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht. Denke aber, dass wir uns hier tatsächlich jetzt ins Endgame bewegen und nach dieser Flucht von Jericho vor allen Dingen zusehen müssen, dass wir viele der Charaktere, die wir hier in diesem Spiel kennengelernt haben, heil ans Ende oder zumindest über die Grenze bringen irgendwie. Und schlussendlich dürfte entscheidend sein, wie sich das Verhältnis zwischen Marcus, Connor und North entwickelt. Darauf bin ich sehr gespannt. Und ob wir Kamsky und Hank noch einmal sehen. Also, man darf gespannt sein und deshalb bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr und seid wieder dabei und mal sehen, wie viel Spiel noch auf uns wartet. Bis dahin.